Himmel oder Hölle, Leben nach dem Tod. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das himmlische Jerusalem, die wunderbare Stadt Gottes, Gott selbst, der dort wohnen wird bei den Menschen auf der neuen Erde. Ein himmlischer Platz von göttlicher Schönheit. Und die Tür, wie du dort eintreten kannst, heißt Jesus Christus. Ich habe noch andere Videos mit dem Titel Wer kommt in den Himmel? Und bitte schau dir diese Videos an, damit du genau weißt, wie du in den Himmel kommst und wie du in das himmlische Jerusalem hineintreten kannst. Wie du auch auf diesen wunderbaren Platz der neuen Erde kommst. Denn etwas Unreines darf in diese Stadt, in das himmlische Jerusalem nicht hinein, sondern all die, die die Vergebung ihrer Schuld durch Jesus Christus erfahren haben, all diejenigen, die im Buch desselben stehen. Aber etwas Unreines wird dort niemals Einlass finden. Wer Dinge tut, die Gott verabscheut und sich in seinem Handeln von der Lüge leiten lässt, darf nicht hineingehen. Zutritt haben nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind. Und diese himmlische Stadt, die ist viereckig angelegt und die ist riesig, gigantisch groß. Das wird in der Bibel angegeben in Stadien. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf eine Länge, Breite und Höhe von 2200 Kilometer. Das ist so groß wie ein ganzer Kontinent fast. Es ist riesig, gigantisch und viereckig angelegt. Und in dieser Stadt auf der neuen Erde werden wir nicht mehr an Raum und Zeit gebunden sein und sozusagen in einer anderen Dimension leben. Darüber spreche ich in diesem Video, wie wird es im Himmel auf der neuen Erde sein, im Teil 6. Und diese Stadt, die wird von atemberaubender Schönheit sein. Die ist aus den besten Materialien gebaut. Aus reinem Gold, steht in der Bibel. Kannst du dir vorstellen, dass du im himmlischen Jerusalem auf der neuen Erde bei Jesus selbst wohnen wirst oder Jesus bei dir? Und aus Gold wird es sein, reines Gold. Allein schon, bam. Die Mauer war aus Diamanten gebaut und die Stadt selbst bestand aus reinem Gold, das wie geschliffenes Kristall schimmerte und glänzte. Verschiedenartigste, kostbare Steine gaben auch dem Fundament der Mauer ein prachtvolles Aussehen. Gott selbst hat die besten Materialien nur verwendet. Da ist nichts, irgendwie keine Verschleißerscheinung, Schlaglöcher in den Straßen, wie wir das hier kennen, oder marode Bausubstanzen bei Wohnungen, Häuser, die zusammenbrechen, Balkone, die abbrechen, Schimmel an den Wänden, Rohrbrüche, Wasserbrüche, all das, was wir hier kennen. Nichts. Es ist perfekt. Reines Gold, Diamanten. Boah, das muss ja alleine ein Farbglanz sein. Das Licht wird sich dort spiegeln. Gott selbst wird ja leuchten. Und dann diese prallt das Licht Gottes, was sich in uns auch widerspiegelt. Auf diese Edelsteine, auf diese Steine in der Mauer, auf das Gold und pam. Das muss leuchten, das muss strahlen. Ich glaube, das ist überwältigend. Ich meine, Jesus hatte ja jetzt auch echt lange Zeit, das schon vorzubereiten, bis wir dann mal eines Tages dahin kommen, bereitet er alles vor. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus baut die wunderbarsten Wohnungen für dich und für mich, für all seine geliebten Kinder, für all sein heiliges Volk, für die, die Jesus lieben. Weißt du, durch diese Stadt fließt auch ein Fluss. Es ist nicht nur eine Stadt, so Straßen und Diamanten. Kann ja vielleicht auch manchmal langweilig werden, weiß ich nicht. Nein, da fließt ein Fluss und da gibt es auch Bäume. Und wo Bäume sind, gibt es vielleicht auch Vögel, das weiß ich nicht. Von Vögeln habe ich noch nichts gefunden oder Tieren. Aber wir werden zum Beispiel essen und trinken im Himmel.
Darüber erzähle ich in den Videos »Wie wird es im Himmel auf der neuen Erde sein?« mehr. Dort werden wir mit perfekten neuen Körpern im himmlischen Jerusalem sein, in dem kein Leid mehr zu Hause ist. Und wir werden dem Klang des Wassers lauschen, welches entlang der breiten Straße fließt. Der Engel zeigte mir auch einen Strom, der wie Kristall glänzte. Es war der Strom mit dem Wasser des Lebens. Er entspringt bei dem Thron Gottes und des Lammes und fließt die breite Straße entlang, die mitten durch die Stadt führt. An beiden Ufern des Stroms wächst der Baum des Lebens. 12-mal im Jahr trägt er Früchte. Gott hat in dieser Stadt alles perfekt gemacht. So friedlich, so gewaltlos. Du brauchst keine Angst mehr haben, nachts durch diese Stadt zu gehen oder nachts aus deinem Haus, weil die Nacht wird es nicht mehr geben, es wird immer hell sein. Auch sind weder Sonne noch Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Und Diebe sind da schon mal gar nicht mehr. In dieser Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und alle ihre Bewohner werden Gott dienen und ihn anbeten. Sie werden sein Angesicht sehen und werden seinen Namen auf ihrer Stirn tragen. Weißt du, wir, die wir Jesus lieben, wir können das nicht mehr abwarten. Immerzu und alle Zeit mit unserem Herrn real verbringen zu dürfen, dass er sichtbar vor und bei uns ist. Ich kann es nicht abwarten, Jesus zu sehen, bei Jesus zu sein, auf der neuen Erde zu sein, im himmlischen Jerusalem zu sein. Und ich finde es gewaltig, dass dieser große Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, eines Tages bei den Menschen wohnt. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Du hast gehört, es wird kein Fluch mehr anzutreffen sein in dieser Stadt. Diese Stadt ist heilig. Es ist ein heiliges, himmlisches Jerusalem. Es ist eine neue, wiederhergestellte, unbefleckte, sündfreie, vollkommene neue Erde. Alles in der Herrlichkeit Gottes, alles im Frieden Gottes. Und da darf nichts Unreines mehr auf die neue Erde. Es darf nichts Unreines in dieses himmlische Jerusalem, in diese heilige Stadt kommen. Und deswegen, wenn du noch nicht bei Jesus bist, wenn du noch keine feste Sache gemacht hast, wenn du mitkommen möchtest in diese Stadt, wenn du dort eintreten möchtest, lerne Jesus kennen, lass Jesus in dein Herz und schau dir bitte das Video an, wer kommt in den Himmel? Wer kommt in den Himmel? Und ich hoffe und ich wünsche mir, wenn du jetzt noch kein Christ bist, und Jesus noch nicht in deinem Herzen aufgenommen hast, dass ich dich auf der neuen Erde im himmlischen Jerusalem eines Tages sehen werde. Und dass du mir vielleicht erzählst, ja, das wünsche ich mir, dass dieses Video dazu beigetragen hat. Ich möchte und ich wünsche mir, Herr, dass ganz viele Menschen dich erkennen und dich sehen und dich finden und mitkommen zu dir, Jesus, auf die neue Erde, ins himmlische Jerusalem. Amen. Sei mächtig gesegnet in Jesu Namen. Wenn du Jesus jetzt in dein Herz aufnehmen möchtest, empfehle ich dir dieses Video von mir, Deine Entscheidung für Jesus. Bitte schau dir danach auch unbedingt alle 6 Teile an, von Wie wird es im Himmel auf der neuen Erde sein? Damit du weißt, was dich als Jesus-Nachfolger eines Tages Wunderbares erwartet. Du findest die Videos auf unserem YouTube-Kanal von Netzwerk C. Dort sind inzwischen über 350 Videos und Predigten
zu ganz unterschiedlichen Glaubensthemen kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wenn du magst, würde ich mich über Unterstützung meines Dienstes sehr freuen. Ich bin vollzeitlich im Heilungs- und Predigtdienst und in den Medien für Jesus unterwegs. Wir von Netzwerk C sind ein freies Werk, von Kirchen und Gemeinden unabhängig und von daher auf Spenden angewiesen. Hab Dank dafür.